Hallo zusammen. Im Polestar 2 trifft Android Automotive, also Googles Betriebssystem für das ganze Auto, auf Apple CarPlay. Ich zeige euch in diesem Video, was mir in den ersten paar Wochen aufgefallen ist, was mir an beiden Systemen gefällt, was noch verbessert werden kann, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind und wie ich persönlich diese beiden Systeme in meinem Alltag benutze. Also, bleibt dran! Los geht's. Und jetzt, bevor wir richtig loslegen, noch schnell zur Eingrenzung. Und zwar, wenn ich von Android Automotive spreche, meine ich das Betriebssystem auf dem Auto. Ich rede jetzt nicht vom Android Smartphone, das man jetzt anschließt ins Auto. Nee, ich rede explizit nur vom Autobetriebssystem im Vergleich zu Apple CarPlay. Und wenn ich dann gleich noch von Google Maps spreche, meine ich Google Maps hier auf dem Auto ohne Smartphone beziehungsweise nicht die App von Apple CarPlay. Also fangen wir jetzt mal an mit den Dingen, die mir gefallen. Und zwar sind es hier die Apps und vor allem auch YouTube. Im Stillstand, während einer Ladepause kann man hier irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt nirgendwo angemeldet auf YouTube selbst, einfach mal so ein unverfängliches Bahnvideo starten. Immer weiter wachsende Fahrgastzahlen. Und dann kann man auch hier Vollbildschirm machen, dann sieht die Größe so aus vom Bildschirm. Ja, halt der Nachteil, wenn der Bildschirm hochkant ist, beziehungsweise das Video im Querformat und zum Beenden einfach ein bisschen länger drauf bleiben und zurück auf die Startseite von YouTube. Als nächsten Punkt haben wir hier bei Google Maps jetzt die Option, also die Option, die Einstellungsmöglichkeiten, die ich ja brauchbar finde im Gegensatz zu Apple Karten, dass man hier zum Beispiel Routenoptionen wählen kann. Man hat ja ab und zu, dass man mal Autobahn meiden will oder so, aus welchem Grund auch immer, und da kann man jetzt auch direkt in der App diese Option auswählen. Man kann bei Apple Karten diese Option nur auswählen, wenn das Handy nicht angeschlossen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eben Autobahn meiden drin habe und dann das vergesse rauszunehmen, habe ich das nächste Mal, ja, habe ich das nächste Mal drin. Der größte, offensichtlichste Punkt hier beim Android Automotive ist die vollständige Integration des Betriebssystems ins Auto. Also eben hier zum Beispiel Thema Reichweite oder Ladeplanung. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey Google, schalte die Sitzheizung ein. In Ordnung. Die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird eingeschaltet. Dann wird das eben auch so umgesetzt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel eben sage, okay Google, navigiere nach Hamburg. Nach Hamburg navigieren. Dann wird hier auch die Navigation gestartet. Mit Berücksichtigung des aktuellen Ladestands. Das haben wir hier jetzt aktuell, ja, 57%. Und da wird eben auch mitgeplant, wann, wo, wie man laden muss, mit wie viel Prozent das man ankommt, etc. etc. Das finde ich wirklich, wirklich genial. Wenn wir schon beim Thema Laden sind, möchte ich euch noch schnell die App EndCharge ans Herz legen. Wenn ihr von mir da den Promotion-Code, sage ich jetzt mal, Alltag 20 benutzt, kriegt ihr 20 Kilometer Ladeguthaben. Bei dieser App selbst kann man Challenges annehmen bzw. auch Ladestationen von sich aus bewerten oder auch verbessern und kriegt dementsprechend auch Punkte bzw. Kilometergutschrift in Form von Ladeguthaben, die man dann bei verschiedenen Anbietern einlösen kann. Also, wenn ihr da diesmal ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Ist unten als erster Link in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir jetzt weiter zum nächsten Punkt, und zwar dem Punkt, der mir am besten gefällt bei
Google Android Automotive ist ja zwar ein kleiner subjektiver Punkt, aber das hier, ihr habt es vielleicht schon gesehen, der Text, der von der Diktierfunktion verstanden wird, der Text ist dann, ja, der wird halt einfach angezeigt. Und ich sage, okay Google, Sitzheizung ausschalten. Okay, die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird ausgeschaltet. Genau, und wenn man irgendwie was sagt, dass das Auto nicht kann, dann natürlich auf sicherheitsrelevante Funktionen hat das Betriebssystem natürlich keinen Eingriff, aber zum Beispiel, okay Google, schalte die Innenraumbeleuchtung ein. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Hat sie sehr wohl verstanden, genau Wort für Wort, aber diese Funktion ist leider nicht verfügbar. Oder okay Google, schalte das Licht ein. Entschuldige, das kann ich in diesem Auto nicht steuern. Dann kann sie auch direkt sagen, wenn was nicht stimmt. Und jetzt auch noch ein bisschen so Geschmackssache für mich persönlich, wie dieses Design mit diesen Kacheln da irgendwie so, ja, ein bisschen veraltet oder was, ja. Also mir gefällt das jetzt nicht so sehr. Bevor wir jetzt aber zu Apple CarPlay kommen, kommen wir noch zu ein paar Gemeinsamkeiten von Google Android Automotive und Apple CarPlay. Und zwar als erstes, das offensichtlichste, die Bildschirme, die werden beide zur Gänze genutzt, also wirklich so im ganzen vollen Umfang, beziehungsweise auch der Display hier für die Navigation, dass da wirklich alles schön ausgenutzt wird und dann, dass man wirklich so ein gutes Gefühl hat, dass wirklich alles, ja, wie soll ich sagen, schon fast aufs Auto angepasst wurde, was ja bei Android Automotive ja auch passt, aber ihr werdet es ja dann später noch sehen, bei Google Maps ist auch, bei Apple CarPlay ist auch der ganze Bildschirm, der genutzt wird. Man kann auch beides parallel laufen lassen, also ich werde es dann, wenn ich es nicht vergesse, gleich noch zeigen, wenn ich das iPhone, mit dem ich jetzt hier gerade filme, wenn ich das iPhone anschließe, werde es gleich noch zeigen, man kann beides parallel laufen lassen, zum Guten, sage ich jetzt mal, aber auch zum Schlechten, das werde ich jetzt gleich zeigen, hoffentlich nicht vergessen. Und beide Systeme lernen, also vom Benutzer, sei es jetzt, also entweder man kann jetzt irgendwie das Zuhause angeben oder die letzten Ziele werden gespeichert und so, ja, ich glaube Apple, wenn man nicht zu Hause ist, will Apple, merkt Apple, wenn man jetzt häufiger an einem Ort ist, von dem man zum Beispiel direkt nach Hause navigiert, wird dann beim Einsteigen direkt nach Hause vorgeschlagen als Navigationsziel. Man kann natürlich sagen, ja, Big Brother is watching you, ja, aber hey, willkommen auf YouTube. Und bevor wir jetzt definitiv zu Apple CarPlay kommen, noch ein ganz großes Dankeschön an meine bisherigen Abonnenten dafür, dass ihr ein Abo dagelassen habt und auch regelmäßig meine Videos schaut. Es gibt auch sehr viele Leute, sehr viel mehr als meine Abonnenten, die noch kein Abo dagelassen haben. Daher wäre es noch nett, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Wäre ein großes Feedback für den Algorithmus, aber auch ein Feedback an mich, damit ich auch weiß, dass meine Videos gut ankommen und dass es auch, ja, wertgeschätzt wird für meine Arbeit, die ich hier leiste und bisher geleistet habe. Falls ihr mich noch mehr unterstützen wollt, wie gesagt, falls ihr wollt, ist kein Muss. Ich habe die Funktion für einen Super Thanks freigeschaltet. Ich habe da noch nicht so viele Ahnung davon. Ich glaube, es ist so eine Art Taschengeld, so eine finanzielle Unterstützung von eurerseits an mich, wenn ihr denkt, hey, dem Levent wollen wir jetzt mal einen kleinen finanziellen Stups geben. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Und wenn nicht, wie gesagt, danke fürs Abo dalassen und vor allem auch danke fürs Schauen, das Daumen hoch geben und jetzt geht's weiter. Schnell Handy wechseln, damit ihr das iPhone anschließen kann. Und jetzt kommen wir zu Apple CarPlay. Also kommen wir jetzt zu Apple CarPlay. iPhone ist jetzt angeschlossen und ich filme das Ganze jetzt mit einem anderen Handy, das ich bis jetzt noch nie gebraucht habe zum Filmen. Also verzeiht mir, falls es hier ein bisschen, hier und da ein bisschen ungelenk wirkt.
Ist auch nicht so das aktuellste Smartphone, aber ja. Kommen wir zu CarPlay. Hier ist gerade die Navigation, die an ist. Aber zum ersten Punkt, der mir gefällt an Apple CarPlay, ist die Darstellung der Apps, des Displays. Es wirkt einfach alles viel aufgeräumter. Es ist alles übersichtlicher. Ist es zwar subjektiv, aber mir persönlich gefällt auch diese Darstellung im Hintergrund beim Tacho viel besser als Google Maps zum Beispiel. Also wie gesagt, es ist alles subjektiv, aber ich finde das viel schöner als jetzt zum Beispiel diese Darstellung der Kacheln oder Apps besser gesagt. Als nächstes ist auch das Ökosystem von Apple. Also schnell die Hand wechseln. Hier mit der Karte habe ich zum Beispiel die Navigationsanweisungen aus, beziehungsweise nur die wichtigsten Anweisungen, die Gefahrenhinweise, so heißen die, sie an sind, damit ich unterwegs auch Musik hören kann, Podcast hören kann, etc., etc., damit es nicht unterbrochen wird. Aber ich habe hier auf dem Apple Watch heißt dieses Ding genau. Der Apple Watch habe ich hier auch die Navigation noch dabei, wo ich die ganze, jeweils angetippt werde, wenn ich da irgendwie so eine Ausfahrt nehmen muss oder so. So, wieder in die rechte Hand. So, wackel, wackel, wackel. Und ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr Apple-spezifisch vom Ökosystem. Ja, und von dem her kommen wir wieder zurück zum eher fairen Vergleich. Und zwar ist es so, dass ich hier die Anzeige besser finde, also genauer finde die Ankunftsanzeige als Google Maps. Google Maps ist da großzügiger, gibt so ein größeres Puffer an als, ja, als Apple-Karten. Was gibt es noch für weitere Punkte? Genau, ich wollte ja zum Beispiel jetzt doch noch sagen, wie beides jetzt parallel funktioniert. Genau, das habe ich jetzt fast vergessen. Und zwar, ihr habt es ja gesehen, es ist ja beides möglich. Navigation ist auch beides parallel möglich. Also wenn ich jetzt die Navigation, ihr seht es hier zum Beispiel, ist jetzt die Ansicht bei Google Maps hängen geblieben. Also Google Maps Navigation hätte es jetzt hier angezeigt und hier Apple CarPlay auch. Und das habe ich mal gehabt, so als Versuch, und das reden beide rein. Also kann sein, dass hier dass hier Apple CarPlay ist, hier Google Maps und es reden beide mit Navigationsanweisungen. Ja, was sehr missverständlich sein kann, sehr verwirrend sein kann. Und was aber der Vorteil ist, wenn jetzt beides parallel läuft, und zwar kann ich hier zum Beispiel Navigation und Musik machen und kann, ach, ein bisschen komisch betont, Musik, also Musik, so. Und kann aber trotzdem noch sagen, okay, Google, schalte die Sitzheizung ein. Alles klar. Die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird eingeschaltet. Und es funktioniert trotzdem. Okay, Google, Sitzheizung ausschalten. In Ordnung. Die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird ausgeschaltet. Brauchen wir jetzt nicht bei 18 Grad. Ja. Genau, das war jetzt dieser Punkt. Was jetzt noch folgt, sind die negativen Punkte von Apple CarPlay. Ihr habt es ja schon gesehen. Es geht nur mit Kabel, beziehungsweise das Kabel ist jetzt hier ein bisschen ungünstig gelegen. Hier ist noch die kontaktlose Lademöglichkeit, aber es geht hier effektiv nur mit Kabel, dass hier Apple CarPlay verbunden wird. Das finde ich sehr, sehr schade. Wie es beim neuen Polestar ist, das weiß ich nicht mal. Ich habe ja das 4-Facelift, das 23er Modell. Da wäre es noch interessant zu wissen, wie es jetzt beim neuen Polestar wäre. Integration ins Auto ist mit Apple CarPlay nicht möglich oder vielleicht noch nicht. Eben die ganze, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey Siri, schalte die Sitzheizung ein. Tut mir leid, ich konnte nichts Passendes in deinem Zuhause finden. Ah, jetzt hat sie gedacht, wegen, dass ich zu Hause irgendwie so ein Apple HomeKit heißt es noch so, dass es da irgendwie sowas gibt, was da, ja eben. Jedenfalls ist nicht möglich oder noch nicht möglich. Apple hat ja im Sommer 22 angekündigt, dass bis Ende 23, dass es möglich sein sollte, dass da Apple CarPlay mehr Zugriff bekommt bei einigen Marken, wie zum Beispiel bei Polestar, dass da vielleicht auch das
der Tacho geändert werden kann zum Beispiel, oder eben, dass auch die Sitzheizung eingeschaltet werden kann oder die Temperatur eingestellt werden kann, etc. etc. Wie gesagt, ist noch nicht möglich. Ich wäre überrascht, wenn das jetzt dieses Jahr noch kommen würde, weil ich bin jetzt persönlich nicht so der Fan davon, wenn es irgendwie gesagt wird, hey, ja, wir haben jetzt vor, bis, keine Ahnung, in 1,5 Jahren das und das einzuführen. Naja, eben, das, ich glaube es erst, wenn es soweit ist. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. So, und jetzt kommen wir noch zum Fazit, zum Schluss, wie ich jetzt diese beiden Systeme brauche. Ihr seht ja hier im Hintergrund ist Google Maps, hier Apple CarPlay. Ich selbst brauche immer, also meistens jedenfalls, wenn ich navigiere jedenfalls, Apple CarPlay, weil ich finde die Darstellung einfach schöner, wenn ich jetzt zum Beispiel so Tiefgarage navigieren will, die ja nicht bei mir zu Hause ist, finde ich einfach die Darstellung viel besser. Meine Apple Watch hat gerade vibriert für die nächste Anweisung. Ich finde, das ist wirklich eine optimale Lösung, eben auch wegen dem Ökosystem. Wenn ich jetzt nicht navigiere, dann hängt es von der Situation ab. Und zwar, ja, sagen wir so, mit Google Maps navigiere ich ja auch gerne. Wenn es hier irgendwo, ja, wenn es vom Ziel her passt oder so, muss ja nicht, eben, muss, der Startbildschirm alleine, der reicht ja auch zum irgendwie Radio hören, irgendwie schauen wegen dem Verbrauch. Und Google Maps hier hat ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, okay Google, navigiere nach Freiburg. Nach Freiburg im Breisgau jetzt funktioniert. Navigieren. Dann startet hier die Navigation. Wie gesagt, wollte ich jetzt nur noch schnell zeigen, um zu zeigen, wie es hier im Startbildschirm ist. Hier wird auch alles angezeigt. Man kann hier auch die Ladestation, Restaurants suchen oder direkt um den Startbildschirm die Navigation abbrechen. Das finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit. Wie gesagt, je nach Situation, wenn ich jetzt keine Navigation habe, keine besondere Musik hören will, dann reicht für mich auch Android Automotive. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Musik höre, zum Beispiel jetzt ist hier gerade Kerstin Ott, keine Ahnung warum, an, wenn ich jetzt Musik hören will und dazu noch navigiere oder so, kann ich das ja auch hier in diesem Startbildschirm anzeigen lassen, hier mit der Navigationsanweisung, Kartenübersicht, mit eine Unterhaltung oder Podcast oder was auch immer ich gerade höre. Und eben der Wechsel zwischen beiden Systemen ist ja relativ einfach. Wenn ich zum Beispiel, ich kann jetzt zum Beispiel auch hier Musik hören, hier die Navigation ausschalten und jetzt mit Google Maps navigieren, aber trotzdem eben Musik noch über CarPlay hören. Das ist absolut kein Problem. Ja, wie findet ihr beide Systeme? Was habt ihr so für einen Eindruck? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Sei es jetzt mit Android Automotive oder allgemein auch Android Auto oder eben Apple CarPlay? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Und da wäre es eigentlich schon für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal. So.